Herzlich willkommen in Wuppertal, mein Name ist Dr. Eduard Karsten und heute in diesem Video spreche ich über eine Kryptitis. Was ist eine Kryptitis? Kryptitis ist eine Entzündung eines Grübchens. Ja, Krypte bedeutet ein Grübchen. Ja, wir haben Grübchen am After und auf dem Boden dieses Grübchens findet sich eine Afterdrüse und diese Afterdrüse kann sich entzünden und das nennt man eine Kryptitis. Wie kommt das eigentlich dazu? Also, meistens bekommt man eine Kryptitis, wenn man Probleme mit dem Stuhlgang hat, zum Beispiel Durchfall oder Verstopfung. Aber auch eine mechanische Reizung kann eine Rolle spielen, zum Beispiel bei sexuellen Praktiken. Was sind die Zeichen für eine Kryptitis? Oft ist diese Entzündung unbemerkt, ne, und läuft eigentlich problemlos ab. Aber wenn die Entzündung symptomatisch wird, berichten die Patienten über stechenden Schmerz, also man so einen Nadelstich oder eine Nadel hat, besonders beim Stuhlgang. Aber auch Jucken, Brennen, Fremdkörpergefühl. Wie stellt man eine Kryptitis fest? Also, das Wichtigste ist in diesem Fall, wie in allen Fällen eigentlich in der Proktologie oder in Medizin, ist die Anamnese. Das bedeutet Befragung des Patienten. In der Befragung berichten die Patienten schon über die typischen Symptome und über die Entstehungsgeschichte. In der rektodigitalen Untersuchung, also in der Untersuchung mit dem Finger, tastet der Proktologe den Enddarm ab und man fühlt ein schmerzhaftes Knötchen. Ja, das ist an einer verdächtigen Stelle und dann in einer Enddarmspiegelung wird diese Krypte mittels einer dünnen Sonde untersucht. So wird die Kryptitis festgestellt. Wie behandelt man eine Kryptitis? Am Anfang geben wir beruhigende Salben und Zäpfchen und der Patient wird angehalten, Stuhlgang weich und geformt zu halten, also eine Belastung des Enddarms zu vermeiden und die analen sexuellen Praktiken sollten für diese Zeit natürlich unterlassen werden. In manchen Fällen, wenn die Entzündung hartnäckig ist, muss man eine Kryptitis operieren. Was passiert eigentlich, wenn eine Kryptitis unbehandelt bleibt? Also, wenn die Entzündung weiter in die Tiefe geht, können Abszesse, also Afterabszesse oder Analfistel ausstellen. Hierzu finden Sie ein Video bei mir auf dem YouTube-Kanal. Wenn eine Afterdrüsenentzündung festgestellt wird oder wenn Sie Verdacht auf eine Afterdrüsenentzündung haben, auf die Kryptitis, dann sollen Sie sich unbedingt behandeln lassen. Wenn Sie eine zweite Meinung wünschen oder vielleicht eine Therapie unsererseits, Sie finden bei uns in Wahl 21. Hier können Sie mich abonnieren. Und hier finden Sie weitere Videos zu den ähnlichen Themen. Ihr Dr. Eduard Karsten.